Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich will mich wieder zurückmelden nach einer etwas ungeplant längeren Pause. Aber leider Gottes hatte ich einen Schicksalsschlag in der Familie. Großer Verlust. Und das will ich eigentlich auch gerade bloß beiläufig erwähnen. Deswegen musste ich mir eine größere Auszeit nehmen. Ich konnte monatelang, also besonders jetzt die letzten 2 Monate, aktiv nicht schneiden, weil ich einfach den Kopf dafür nicht hatte. Ich habe noch immer recht viel um die Ohren, aber langsam kriege ich den Kopf ein bisschen frei, kann anfangen wieder zu produzieren, Videos zu schneiden, zu machen und zu tun. Wenn das alles gut läuft, guckt ihr das jetzt hier am Mittwoch und nächsten Mittwoch soll dann theoretisch wieder ein Video kommen und dann wieder halt im normalen 2-Wochen-Rhythmus. Aber so viele wollen halt auch wissen, ne, Gründe, warum, wie, was, blablabla. Ne? Ich muss auch sagen, privat ist bei mir auch auf Arbeit zurzeit viel los, das funktioniert alles so nicht mehr, ich bin da relativ unglücklich, mache ich auch kein Hehl draus, wenn mein Chef das hier sieht, naja, weiß Bescheid, was soll man machen, so, aber auch an euch gerichtet, wenn ihr mit irgendeinem Scheiß unzufrieden seid in eurem Leben, probiert die Lösung zu finden, probiert irgendwo zu wissen, was ist der Fehler und wie könnt ihr das vielleicht ändern. Liegt der Fehler vielleicht bei euch? Müsst ihr Selbsteinsicht üben, dass ihr sagt, hey, warte mal kurz, mein Verhalten haut so nicht hin. Ne? Weil man das vielleicht über die Jahre sich so angeeignet hat, ist das ein bisschen schwierig auch manchmal rauszubekommen. Aber es gibt halt auch viele Sachen, da ist man nicht direkt dran schuld. Da sind dann auch irgendwo, ich möchte jetzt nicht sagen, immer sind die anderen schuld, möchte ich auch nicht sagen. Aber in dem Fall jetzt hier zum Beispiel YouTube. YouTube übt übelst Druck auf. Was denkt ihr denn, wie viele Nachrichten ich bekommen habe? Nur von YouTube. Nicht von euch, weil ihr irgendwelche Kommentare geschrieben habt. Oder weil ihr abonniert habt. Oder euch die Videos angeguckt habt. Nein. YouTube so, hey, du musst mehr machen. Und ich so, nein, muss ich nicht. Ich hab dir keinen Kopf für. Weil das mache ich hier eigentlich so nebenbei aus Spaß, weil ich da Bock drauf habe, weil ich euch mitnehmen will. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben auch schon Teile bestellt für die nächsten Umbauten. Oder halt schon angefangen, wieder Teile rauszusuchen. Um halt wieder Content zu liefern. Beziehungsweise habe ich jetzt auch Umbaupläne gefasst, die noch für euch wahrscheinlich sehr interessant werden sein können. Ist egal. Nichtsdestotrotz, da sind gerade noch zwei, drei Sachen in Erklärung. Ich muss da noch ein paar Sachen mit dem TÜV absprechen, weil ich möchte halt mittlerweile lieber die Umbauten mit einer TÜV-Abnahme auf die Straße bringen und für mein Gewissen sagen können, okay, ich fahre legal durch die Stadt, mir kann nichts. Klar, die können immer alles anzweifeln, möchte ich auch nicht behaupten. Ich würde auch nicht in jede Ecke von Deutschland einfach so entspannt hinfahren, bin ich auch ehrlich. Wo ich mir das letzte ein bisschen schlimmer vorgestellt habe, weil ich in Bayern war. Da habe ich mir das ein bisschen schlimmer vorgestellt, dass ich vielleicht eine Polizeikontrolle gerate, dass mein Auto vielleicht ein bisschen angezweifelt wird. Nichtsdestotrotz ist nichts passiert. Ich habe, glaube ich, einen Schreiben angesehen. Einen. Wow, der hat sich nicht im Ansatz für mich interessiert. Fand ich auch okay. Ganz ehrlich, ich halte mich an die Regeln. Ich fahre nicht zu schnell, ich fahre nicht extrem. Das sagst du, ah ja, der Auspuff, der ballert die ganze Zeit. Nee, mach ich nicht. Kein Bock. Also, man kennt es auf der Landstraße, irgendwie mal kurz ein bisschen, ne, bis 100 ein bisschen schneller beschleunigen, vielleicht mal einen Gang ein bisschen weiter ausdrehen, aber auf der Landstraße. Ne? Aber nicht innerorts. Innerorts ist irgendwo auch ein bisschen unschön. Muss ich auch ehrlich sagen, ich finde das auch nicht immer so geil, wenn hier, wir wohnen ja nun mal hier an der Hauptstraße auch direkt, hört man zum Glück gerade nicht, finde ich auch gut, aber wenn hier dann irgend so ein Juppie sich dann da irgend so eine Karre gemietet hat, hier so eine R8 oder wie es ich war, und den ganzen Tag, weißt du, kommst von der Arbeit und dann ballert der aber schon den ganzen Nachmittag hoch, runter, ne, das nächste auch so. Gut, wir lassen uns bei dem Thema, ihr habt ein kleines Update, ihr wisst, da kommt auf alle Fälle jetzt wieder was, oder ich gebe mir Mühe, ich kriege jetzt auch Unterstützung im Videoschnitt vom Kumpel, bin ich immer auch sehr dankbar für, ich hoffe, das funktioniert alles soweit, weil ich habe ein, zwei kleine Problemchen, zum Beispiel beim lang erwarteten Civic-Video, also von meinem EJ2 Civic, nicht von Hille, sondern FK2. Da habe ich, wie gesagt, habe ich noch ein Video liegen, aber da habe ich gleich das Schnittproblem. Und dabei muss er mir jetzt mal irgendwie helfen, weil ich
weiß gerade nicht weiter. Ich bin halt auch bloß Laie. Klar, ich habe mich da schon ein bisschen eingefuchst, aber alles kriegst du auch nicht hin. Auch mit YouTube-Tutorials, manchmal ist das ein bisschen tricky und man muss auch irgendwo mal sagen, okay, man gibt mal was ab. Ne? Dementsprechend ladet euch nicht immer so viel auf. Ich probiere zurzeit mir auch nicht so viel aufzuladen, dass ich ein bisschen entspannter leben kann. In dem Sinne, bis zum nächsten Video.